Es wird einmal zu den denkwürdigsten, aber unrühmlichsten Merkmalen in der Kulturgeschichte unserer Zeit gehören, dass das Theater die Vermittlung eines der größten und bedeutendsten Dramen der Epoche dem Rundfunk überlassen musste, schrieb der Berliner Börsenkurier nach der Ursendung des Stücks durch die Berliner Funkstunde am 11. April 1932. Erst 1959 gelangte die Heilige Johanna der Schlachthöfe durch Gustav Gründgens in Hamburg auf die Bühne. Die historische Rundfunkaufnahme ist eines der kostbarsten Dokumente früher Hörspielkunst. Um dem Jammer der Schlachthöfe Trost zu spenden, verlassen die schwarzen Strohhüte ihr Missionshaus. An ihrer Spitze Johanna d'Arc. In finsterer Zeit, blutiger Verwirrung, verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, entmenschter Menschheit, wo nicht mehr aufhören wollen in unseren Städten die Unruhen, in solche Welt, gleichend einem Schlachthaus, herbeigerufen durch das Gerücht drohender Gewalttat, damit nicht rohe Gewalt des kurzsichtigen Volkes zerschlage das eigene Handwerkszeug und zertrample den eigenen Brotkorb, wollen wir wieder einführen Gott. Wenig berühmt nur mehr, fast schon berüchtigt, nicht mehr zugelassen an den Städten des wirklichen Lebens, aber einzige Rettung. Drum haben wir uns entschlossen, für ihn die Trommel zu rühren, auf dass er Fuß fasse in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. Und dies, unser Unternehmen, ist sicher das letzte seiner Art. Letzter Versuch also, ihn noch einmal aufzurichten in zerfallender Welt. Und zwar unter den Untersten. Der Pound Mauler verlässt die Viehbörse. Umringt von Fleischkönigen, wird er von Johanna d'Arc gestellt. Pierpont Mauler verspürt den Hauch einer anderen Welt. Verdammte Zeiten! Verwüstet liegt der Markt und überschwemmt von Ware. Der Handel, der so blühend war, liegt brach. Uns raufend um den längst verstopften Markt verdarben wir die Preise selbst uns unterbieten. So zerstampften Büffel im Kampf um Gras das Gras, um das sie kämpfen. Herr Mauler, da sind einige, die mit Ihnen sprechen wollen. Abgerissenes Pack, was? Neidisch aussehend, was? Und gewalttätig, wie? Ich bin nicht zu sprechen. Es sind ein paar von denen, die man die Soldaten des lieben Gottes nennt. Ich hörte schon von ihnen. Seltsamer Name des lieben Gottes Soldaten. Aber was wollen die von mir? Sie haben mit ihnen zu sprechen, sagen sie. Gut, sag ihnen, ich will sie sehen. Sag ihnen aber auch, dass sie selbst nicht sagen dürfen, was ich nicht selber frag. Auch Tränen oder Lieder, besonders rührselige, dürfen sie nicht plärren. Sag ihnen noch, am meisten könnte es ihnen nützen, wenn ich den Eindruck hätte, sie seien gutgesinnte Menschen, gegen die nichts vorliegt und die nichts wollen von mir, was ich nicht hab. Und noch was. Sag nicht, dass ich der Mauler bin. Sag der ist. Kommt her, ihr Soldaten des lieben Gottes, er will euch sprechen.
Aber ihr sollt nichts fragen, sondern nur antworten, wenn er euch fragt. Sie sind der Mauler. Nicht ich bin's, der ist's. Sie sind der Mauler. Nein, der ist's. Sie sind's. Wie kennst du mich? Weil du das blutigste Gesicht hast. Du lachst, Sleep. Wie viel Geld bekommt ihr für den Tag? 20 Cent. Aber das Essen und die Kleidung. Dünne Kleider, Sleep. Und sicher magere Suppen wie? Ja, die Kleider mögen dünn sein und die Suppen nicht fett. Warum, Mauler, sperrst du die Arbeiter aus? Du sollst nicht fragen. Dass sie arbeiten ohne Verdienst, Sleep, das ist merkwürdig, ne? Niemals noch hört ich, dass solches vorgefallen wäre, dass einer arbeitet für nichts und ist's nicht leid. Auch finde ich keine Furcht in ihren Augen vor Brückenbogen und Elend. Ihr schwarzen Strohhüte seid seltsame Leute. Ich frage euch nicht, was ihr Besonderes wollt von mir. Ich weiß. Man nennt mich den blutigen Mauler, sagt, ich hätte den Lennox und seine Sache gebracht oder dem Kreidel, der unter uns ein wenig guter Mensch ist, Ungelegenheiten bereitet. Euch kann ich sagen, das ist nur Geschäftliches und wird euch nicht interessieren. Was anderes aber war's, worüber ich gern eure Ansicht hörte. Ich habe vor, dies blutige Geschäft baldmöglichst aufzugeben, ganz. Neulich nämlich, das wird euch interessieren, sah ich einen Ochsen sterben. Erinnere es, Lifty, wie wir vor Tagen, wir gingen durch den Schlachthof, Abend war es, an unseren neuen Packmaschinen standen. Erinnere es, Lifty, an jenen Ochsen, der blond und groß und stumpf zum Himmel blickend den Streich empfing. Mir war's, als gelt er mir. Ach, Mädchen, ach. Unser Geschäft ist blutig. Die alte Schwäche, lieber Pierrepont. Nun, ich war so erschüttert, dass ich jetzt alles aufgeben will. Auch meinen Anteil an der Fabrik verkauft habe für 12 Millionen Dollar. Haltet ihr das nicht für richtig? Und nach eurem Sinn, der seltsam ist? Verstehst du, Mädchen? Er sah den Ochsen sterben und beschloss, statt dieses armen Ochsen den reichen Kreidel nun zu schlachten. War das richtig? Herr Mauler, warum haben Sie die Schlachthöfe zugemacht? Das muss ich wissen. Du sollst nicht fragen. Sei ruhig, wir sind uns nicht so fern. Ist nicht ein Äußerstes, dass ich die Hand herausnahm aus einem großen Geschäft, nur weil es blutig ist? Sag, dass es richtig ist und dir gefällt. Nein, sag mir nichts. Ich weiß schon, ich gebe es zu, es sind einige dadurch ins Unglück gekommen, sie haben keine Arbeit mehr, ich weiß. Es war leider unvermeidlich. Übrigens, schlechte Leute, rohes Gesindel, geht lieber nicht hin. Aber sag mir, dass ich die Hand aus dem Geschäft nahm. Das ist doch richtig. Ich weiß nicht, ob du im Ernst fragst. Das kommt, weil meine verdammte Stimmverstellung gewohnt ist. Drum auch weiß ich, du magst mich nicht. Sag nicht, ich schätze dich drum. Ach, Sleep, mir ist, als weht aus einer anderen Welt ein Hauch mich an. Gebt Geld her, ihr Viehschlechter, jetzt gebt Geld her. Da, nimm für die armen Leute, Mädchen. Aber wisse,
Ich fühle keinerlei Verpflichtung und schlaf recht gut. Warum ich hier helfe? Vielleicht nur, weil mir dein Gesicht gefällt, weil es so unwissend ist, obgleich du 20 Jahre lebtest. Herr Mauler, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Können Sie ihnen nicht wirklich helfen? Ja, sag's überall. Ich billige sehr eure Tätigkeit und wollte, solche wie ihr gäb's mehr. Aber das mit den armen Leuten dürft ihr nicht so nehmen, sind schlechte Leute. Menschen rühren mich nicht, sie sind nicht unschuldig und selber Metzger. Doch lassen wir das. Herr Mauler, auf den Schlachthöfen sagen Sie, Sie sind schuld an dem Elend. Mit Ochsen habe ich Mitleid. Der Mensch ist schlecht. Die Menschen sind für deinen Plan nicht reif. Erst muss, bevor die Welt sich ändern kann, der Mensch sich ändern. Wart einen Augenblick. Gib ihr noch abseits, wenn sie allein ist, Geldslip. Sag für ihre Armen, dass sie es nehmen kann, ohne zu erröten. Dann aber sieh, was sie sich kauft. Wenn dies nicht hilft, ich wollte es Hilfe nicht. Dann nimm sie mit zum Schlachthof und zeig ihr ihre armen Leute, wie sie schlecht sind und tierisch, voll Verrat und Feigheit. Und dass sie selber schuld sind. Denn wiss, mir ist fast unerträglich, dass es solche gibt wie dieses Mädchen, die nichts besitzen als den schwarzen Hut und 20 Cent am Tag. Und furchtlos. Weg ist er. Aber das ist kein schlechter Mensch. Das ist der erste, den unsere Trommeln aufscheuchen aus dem Gestrüpp der Niederträchtigkeit und der den Ruf vernimmt. Lass dich, ich rat dir ab, nicht ein mit denen auf den Schlachthöfen. Das ist ein niedriges Pack, eigentlich der Abschaum der Welt. Ich will ihn sehen. Der Gang auf die Schlachthöfe. Sullivan's Lift zeigt Johanna Dark die Schlechtigkeit der Armen. Jetzt, Johanna, will ich dir zeigen, wie schlecht die sind, mit denen du Mitleid hast und dass es nicht am Platz ist. Sieh, dort aus dem Pförtchen in der Fabrikmauer treten zwei Männer. Gib acht, wie der ältere Mann zum Jüngern spricht. Vor 4 Tagen ist uns ein Mann namens Löggernittel in den Sudkessel gefallen. Da wir die Maschinen nicht schnell genug abstellen konnten, geriet er entsetzlicherweise in die Blattspeckfabrikation hinein. Dies ist sein Rock und dies seine Mütze. Nimm sie und lass sie verschwinden. Sie nehmen nur einen Haken in der Garderobe weg und machen einen schlechten Eindruck. Es ist gut, sie zu verbrennen und am besten gleich. Ich vertraue dir die Sache an, weil ich dich als einen verlässlichen Menschen kenne. Ich würde meine Stellung verlieren, wenn das Zeug wo gefunden würde. Sobald die Fabrik aufgemacht wird, kannst du natürlich Löggernittels Platz bekommen. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Smith. Gut. Schade um den Mann, der jetzt die Blattspeck in die weite Welt hinausgehen muss. Aber schade eigentlich auch um seinen Rock, der noch gut erhalten ist. Onkel Blattspeck ist jetzt in seine Blechbüchse gekleidet und braucht ihn nicht mehr. Während ich ihn sehr gut brauchen könnte. Ach was, ich nehme ihn. Und auch die Mütze kann ich brauchen. Siehst du, das ist die Welt, wie sie ist. Mir ist übel. Aber wir wollen mit ihm sprechen. Hallo, Sie. Woher haben Sie denn diesen Rock und die Mütze?
Die stammen doch von dem verunglückten Löckernidel. Bitte sagen Sie es nicht weiter, Herr. Ich werde die Sachen sofort wieder ausziehen. Ich bin sehr heruntergekommen. 20 Cent, die man in den Kunstdüngerkellern mir verdient, haben mich voriges Jahr verlockt, an der Knochenmühle zu arbeiten. Da bekam ich es an der Lunge und eine langwierige Augenentzündung. Seither ist meine Leistungsfähigkeit zurückgegangen und seit Februar habe ich nur zweimal eine Arbeitsstelle gefunden. Lass die Sachen an und komm heute Mittag in die Kantine 7. Du kannst dir dort ein Mittagessen und einen Dollar holen, wenn du der Frau des Löckerniedels sagst, woher deine Mütze stammt und dein Rock. Aber ist das nicht roh, Herr? Ja, wenn du es nicht nötig hast. Sie können sich auf mich verlassen, Herr. Gehen wir weiter. Dort sitzt eine Frau vor dem Fabriktor. Gib Acht, was sie sagt. Ihr da drinnen, was macht ihr mit meinem Mann? Vor 4 Tagen ging er zur Arbeit, er sagte, stell mir die Suppe warm am Abend und ist bis heute nicht gekommen. Was habt ihr mit ihm gemacht, ihr Metzger? Seit 4 Tagen stehe ich hier in der Kälte, auch nachts, und warte, aber es wird mir nichts gesagt und mein Mann kommt nicht heraus. Aber ich sage euch, ich werde hier stehen, bis ich ihn zu sehen bekomme. Und wehe, wenn ihr ihm etwas getan habt. Das ist die Frau des Verunglückten. Sie weiß noch nichts. Wir wollen mit ihr sprechen. Ihr Mann ist verreist, Frau Löckernidel. Jetzt soll er wieder verreist sein. Ich will Ihnen etwas sagen, Frau Löckernidel. Er ist verreist. Und es ist für die Fabrik sehr unangenehm, wenn Sie da herumsitzen und dummes Zeug reden. Wir machen Ihnen daher ein Angebot, wozu wir gesetzlich gar nicht gezwungen wären. Wenn Sie Ihre Nachforschungen nach Ihrem Mann einstellen, dann können Sie 3 Wochen lang mittags in unserer Kantine umsonst Essen bekommen. Ich will wissen, was mit meinem Mann los ist. Wir sagen Ihnen, dass er nach Frisco gefahren ist. Der ist nicht nach Frisco gefahren, sondern es ist euch etwas passiert mit ihm und ihr wollt es verbergen. Wenn Sie so denken, Frau Löckernidel, können Sie von der Fabrik kein Essen annehmen, sondern müssen der Fabrik einen Prozess machen. Aber überlegen Sie sich das gründlich. Morgen bin ich in der Kantine, für Sie zu sprechen. Ich komme nicht. Ich muss meinen Mann wiederhaben. Ich habe niemand außer ihm, der mich erhält. Nun, Johanna, wird sie wohl kommen? Sie wird nie kommen. Viel mögen sein 20 Mittagessen für einen Hungrigen, aber es gibt mehr für ihn. Gehen wir weiter. Dort vor der Fabrikkantine stehen 2 Männer, die durch das Fenster hineinschauen. Gib Acht, was sie sagen. Dort an der Theke sitzt der Antreiber, der daran schuld ist, dass ich meine Hand in die Blechschneidemaschine brachte und frisst sich den Bauch voll. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das Schwein zum letzten Mal auf unsere Kosten vollfrisst. Gib mir lieber deinen Prügel, der meine bricht vielleicht gleich ab. Bleib hier stehen, Johanna. Ich will mit ihm reden und wenn er herkommt, dann sag, du suchst Arbeit. Dann wirst du sehen, was das für Leute sind. Hallo, Sie. Bevor Sie sich zu etwas Unklugem hinreißen lassen, möchte ich Ihnen gerne einen günstigen Vorschlag machen. Ich habe jetzt keine Zeit, Herr. Schade. Es wären Vorteile für Sie damit verbunden gewesen. Machen Sie es kurz. Wir dürfen unseren Mann nicht verpassen. Er muss heute seinen Lohn beziehen für dieses unmenschliche System, für das er den Antreiber macht. Ich hätte einen Vorschlag, wie Sie sich helfen könnten. Ich bin Inspektor in der Fabrik. Es ist sehr unangenehm, dass der Platz an Ihrer Maschine leer geblieben ist. Die meisten Leuten ist dazu gefährlich. Gerade weil Sie so viel Aufhebens wegen Ihrer in die Maschine gekommenen Finger gemacht haben. Es wäre natürlich sehr gut,
wenn wir wieder jemand für den Posten hätten. Wenn Sie zum Beispiel jemand dafür brächten, wären wir sofort bereit, Sie wieder einzustellen. Ja, Ihnen sogar einen leichteren und besser bezahlten Posten zu geben wie bisher. Vielleicht gerade den Posten des Vorarbeiters. Sie machen mir einen scharfen Eindruck. Und der da drinnen hat sich zufällig in der letzten Zeit missliebig gemacht. Sie verstehen. Sie müssten natürlich auch für das Tempo sorgen. Und vor allem, wie gesagt, jemand finden für den Platz an der, wie ich zugebe, schlecht gesicherten Blechschneidemaschine. Da drüben zum Beispiel steht ein Mädchen, die Arbeit sucht. Auf das, was Sie sagen, kann man sich verlassen. Ja. Die da drüben, die macht einen schwachen Eindruck. Der Platz ist nicht für Leute, die rasch müde werden. Aber was geht mich das an? Guten Morgen. Sie suchen Arbeit? Ja. Sagen Sie, Sie sehen doch gut. Nein. Ich habe voriges Jahr in den Kunstdüngerkellern gearbeitet, an einer Knochenmühle. Da bekam ich es auf der Lunge. Und eine langwierige Augenentzündung. Seither ist meine Leistungsfähigkeit stark zurückgegangen. Ich bin seit Februar ohne Stellung. Ist es ein guter Platz? Der Platz ist gut. Es ist eine Arbeit, die auch schwächere Leute wie Sie machen können. So. Ja. Ich habe gehört, die Arbeit an dieser Maschine sei gefährlich für Leute, die rasch müde werden. Ihre Hände werden unsicher und dann greifen sie in die Messer. Das ist alles nicht wahr. Sie werden erstaunt sein, wie angenehm die Arbeit ist. Sie werden sich an den Kopf greifen und sich fragen, wie können die Leute nur so lächerliche Geschichten über diese Maschinen erzählen? Zeig uns doch einmal deine Hand. Wo bist du denn deine Finger losgeworden? Gehen wir weiter. Jetzt fürchte ich mich fast weiterzugehen. Denn was werde ich noch sehen? Wir wollen uns die Kantine anschauen. Dort sitzt Frau Löckerniedl. Und spricht schon mit dem Kellner. Wenn Sie nichts essen, müssen Sie hinausgehen. Nein, ich warte auf jemanden, der heute oder morgen kommen wollte. 20 Mittagessen? Dann könnte ich essen. Dann ginge ich jeden Tag in die Kantine essen. Und dann hätte ich gegessen. Was gibt es heute Mittag? Erbsen. Wahrhaftig. Dort sitzt sie. Geh und bring ihr selbst das Essen. Vielleicht besinnt sie sich, wenn sie dich sieht, Johanna. Ich dachte, sie wäre ganz fest. Und fürchtete, sie käme morgen doch. Und jetzt lief sie schneller als wir hierher und ist schon da und wartet schon auf uns. Da habe ich ihr Essen, Frau Löckerniedl. Sie sind heute schon da. Ich habe nämlich seit 2 Tagen nicht gegessen. Sie wussten doch nicht, dass wir heute schon kommen. Das ist richtig.
Bitte geben Sie mir meinen Teller. Auf dem Weg hierher habe ich sagen hören, Ihrem Mann sei in der Fabrik etwas zugestoßen, woran die Fabrik schuld ist. Ach so, Sie haben sich Ihr Angebot wieder überlegt. Ich kann also die 20 Essen nicht bekommen. Sie haben sich doch aber mit Ihrem Manne gut verstanden, wie ich höre. Mir sagten Leute, Sie haben niemand außer ihm. Ja. Wissen Sie, ich habe schon seit 2 Tagen nicht gegessen. Wollen Sie mir nicht den Teller geben? Da ist er. Wollen Sie nicht wenigstens bis morgen warten? Wenn Sie Ihren Mann aufgeben, wird niemand mehr nach ihm fragen. Nimm's nicht. Nein, jetzt esse ich. Mein Mann ist nach Frisco gefahren. 3 Wochen lang, Johanna, wird sie kommen und fressen, ohne aufzusehen, wie ein Tier. Oh Gott. Dort kommt der Junge mit dem Rock und der Mütze des verunglückten Löckernägel. Hallo, Sie. Sie haben da eine hübsche Mütze. Wo haben Sie die her? Gekauft. Wo haben Sie sie denn gekauft? Die habe ich in keinem Laden gekauft. Woher haben Sie sie dann? Die habe ich von einem Mann, der in einen Sudkessel gefallen ist. Mir ist schlecht geworden. Lassen Sie den Teller stehen. Ich komme zurück. Ich komme jeden Mittag hierher. Fragen Sie nur den Herrn da. Jetzt, Johanna, denke ich, hast du gesehen, wie schlecht die sind, mit denen du Mitleid hast, und dass ihre Schlechtigkeit ohne Maß ist. Wie aber beherrschest du ihre Schlechtigkeit? Wie nützt ihr sie aus? Siehst du nicht, dass es auf ihre Schlechtigkeit regnet? Sicherlich gern hätte sie doch treu gehalten ihrem Mann wie andere auch und nach ihm gefragt, der ihr Unterhalt gab, eine Zeit lang noch, wie es sich gehört. Aber der Preis war zu hoch, der 20 Essen betrug. Und hätte der junge Mensch, auf den sich jeder Schurke verlassen kann, der Frau des Toten den Rock gezeigt, wenn es nach ihm gegangen wäre. Aber der Preis erschien ihm zu hoch. Und warum sollte der Mann mit dem einen Arm nicht mich warnen, wenn nicht der Preis so kleiner Rücksicht für ihn so hoch wäre, sondern verkaufen den Zorn, der gerecht ist, aber zu teuer? Ist ihre Schlechtigkeit ohne Maß, so ist's ihre Armut auch. Nicht der armen Schlechtigkeit hast du mir gezeigt, sondern der armen Armut. Zeigtet ihr mir der armen Schlechtigkeit, so zeige ich euch der schlechten Armen Leid, Verkommenheit, voreiliges Gerücht. Sei widerlegt durch ihr elend Gesicht. Pierpont Mauler und sein Makler Sullivan Swift, die ihre Vorkehrungen getroffen haben, in freudiger Erwartung eines schwarzen Tages für die Chicagoer Viehbörse. Jetzt, Swift, kommt der Tag, unser guter Graham und auch alle, die mit ihm den billigsten Viehpreis abwarten wollten, das Fleisch einkaufen müssen, das sie uns schulden. Sie werden teuer kaufen,
Denn das, was heut an Vieh am Markt Chicagos brüllt, ist unser Vieh. Und jedes Schwein, das sie uns schulden, müssen sie bei uns einkaufen. Und da ist es teuer. Und jetzt lass los all deine Aufkäufer, Sliff, auf dass sie die Viehbörse peinigen mit ihren Fragen nach allem, was einem Rind und einem Schwein nur irgend ähnlich sieht, damit der Preis steigt. Sliff, treib den Preis auf 80. Dann sind diese Gram so ungefähr wie ein Schlamm, in den wir unseren Fuß, nur um die Form mal wieder zu sehen, eindrücken. Ich will auch kein Quäntchen Fleisch herauslassen, damit ich Ihnen diesmal die Haut endgültig abziehe, wie es mir Natur ist. Ich freue mich, Mauler, dass du wieder der letzten Tage Schwäche abgelegt. Und jetzt gehe ich zusehen, wie sie Vieh einkaufen. Bei uns die Ärmsten. Man müsste jetzt dieser verdammten Stadt endlich die Haut abziehen und diesen Burschen das Fleischgeschäft erklären. Pierpont Mauler, erklärt der Johanna Dark die Unentbehrlichkeit des Kapitalismus und der Religion. Denk nicht Falsches, nicht wie ein Dummkopf über Geld denkt, als etwas Zweifelhaftes. Bedenk die Wirklichkeit und platte Wahrheit, vielleicht nicht angenehm, aber doch eben wahr, dass alles schwankend ist und preisgegeben dem Zufall, beinahe der Witterung, das menschliche Geschlecht. Geld, aber ein Mittel, einiges zu verbessern und sei es für einige nur. Außerdem dieser Aufbau seit Menschengedenken errichtet, wenn auch immer aufs Neue, weil immer verfallen, doch ungeheuer, wenn auch Opfer fordern, sehr schwierig herzustellen, immerfort und mit Gestöhn immerfort hergestellt, aber doch unvermeidlich abpressender Ungunst des Planeten das Mögliche, wie immer dies sei, viel oder wenig. Und also alle Zeit von dem Besten verteidigt. Denn Sie, wenn ich, der viel dagegen hat und schlecht schläft, auch davon abgehen wollt, das wäre, als wenn eine Mücke davon ablässt, einen Bergrutsch aufzuhalten. Ich würde ein Nichts im selben Augenblick. Und über mich ging's weiter. Denn sonst müsst alles umgestürzt werden von Grund aus und verändert der Bauplan von Grund aus nach ganz anderer, unerhörter, neuer Einschätzung des Menschen, die ihr nicht wollt, noch wir. Denn dies geschehe ohne uns und Gott, der abgeschafft wird, weil ganz ohne Amt. Darum müsst ihr mitmachen. Und wenn ihr schon nicht opfert, was wir auch nicht von euch wollen, so doch gutheißen die Opfer, kurz und gut. Ihr müsst Gott wieder aufrichten, die einzige Rettung, und für ihn die Trommel rühren, auf dass er Fuß fasst in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. Das würde genügen. Der Fleischkönig Pierpont Mauler empfängt den Bericht über den Hergang der großen Börsenschlacht, in der er durch die Schuld seines Maklers sein Vermögen einbüßt. Erlaube, Mauler, dass wir dir in Kürze den Hergang jener Schlacht erläutern, die seit heute Morgen 7 Stunden dauernd
uns alle in den Abgrund stieß. Du hieltest uns durch Kontrakte Fleisch zu liefern an dich. Also in diesen Tagen Fleisch zu kaufen und sei es von dir, denn nur du hattest Fleisch. Als du nun gingst um 12, drückte dein Mann den Hals uns enger zu. Mit hartem Zuruf trieb er die Preise ständig höher, bis sie auf 95 standen. Da gebot die alte Nationalbank Einheit. Blökend trieb sie die gute Greisin, voll Verantwortung kanadisches Jungvieh auf den zerrütteten Markt, und zitternd standen die Preise. Aber dein Mann, der wahnsinnige Smith, kaum ansichtig geworden, der paar weitgereisten Östlein, packt sie zu 95. Wie ein Besoffener, der schon ein Meer aussofft, immer noch durstig, einen einzelnen Tropfen gierig aufschlägt. Schaudernd sah es die Greisin. Freilich sprangen ihr zur Seite, zu Spitzen die Alte, Löw und Levi, Wallops und Freihem, die Westrenommierten und Verpfändeten, was sie besaßen, sich selbst bis zum letzten Radiergummi, dafür, dass sie herbeischafften in 3 Tagen aus Argentinien und Kanada das letzte Rind, auch das Ungeborene versprachen sie, rücksichtslos zu erfassen. Auch alles Rindähnliche, kalbhafte, schweinemäßige. Smith schreibt, nicht in 3 Tagen, voll. Und treibt den Preis hoch. Und die Bankinstitute, Tränen überflutet, stürzten sich in den Endkampf. Denn sie mussten liefern, also kaufen. Levi selbst schlug einen von Smiths Maklern schluchzend in den Leib. Breitman riss sich die Haare aus dem Bart, schreiend 96. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Elefant zufällig hineingeraten, einfach zerdrückt worden wie eine Beere. Selbst die Stifte, von Verzweiflung erfasst, verbissen sich stumm ineinander, wie die Rosse in alter Zeit unter den kämpfenden Reitern sich in die Flanken verbissen. Volontäre, berühmt durch ihr mangelndes Interesse, hörte man an diesem Tage mit den Zähnen knirschen. Und immer noch kauften wir, denn wir mussten kaufen. Da sagt es Miss 100. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. So war die Stille und so auch still fielen in sich zusammen die Bankinstitute, zertretenen Schwämmen gleich, einstmals mächtig und fest einstellend die Atmung und die Zahlung. Leise sagte Levi der Greis, und alle hörten's: Jetzt haltet euch an die Packhöfe selber, wir können die Verträge nicht mehr erfüllen. Und also legten sie Fleischpacker um Fleischpacker mürrisch die Packhöfe, die stillgelegten, nutzlosen euch zu Füßen, dir und Smith, und gingen nach hinten, und die Sensale und Vertreter schlossen ihre Mappen. Und ächzend, wie befreit, in diesem Augenblick, da kein Vertrag mehr seinen Kauf erzwang, setzte das Rindfleisch sich ins Bodenlose. Den Preis nämlich war es gegeben, von Notierung zu fallen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, tief ins Unendliche hinab.
Bei 30 erst hielten sie. Und so wurd, Mauler, dir dein Vertrag wertlos. Tat uns am Hals zu halten, habt ihr uns erwürgt. Was nutzt, den toten Mann am Hals zu halten? Die Chöre der Schlächter und Viehzüchter. Antworten der sterbenden Johanna d'Arc. Denn es ist eine Kluft zwischen oben und unten, größer als zwischen dem Berg Himalaya und dem Meer. Und was oben vorgeht, erfährt man unten nicht, und nicht oben, was unten vorgeht. Und es sind zwei Sprachen, oben und unten, um zwei Maße zu messen. Und was Menschengesicht trägt, kennt sich nicht mehr. Soll der Bau sich hoch erheben, muss es unten und oben geben. Darum bleibt an seinem Ort jeder, wo er hingehört. Ort und fort tue er das ihm Gemäße, da er, wenn er sich vergäße, unsere Harmonien stört. Unten ist der untere wichtig. Oben ist der richtige richtig. Wehe dem, der je sie riefe, die unentbehrlichen, aber begehrlichen, die nicht zu missenden, aber es wissenden, Elemente der untersten Tiefe. Wir brachten Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht, eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1932. Regie führte Alfred Braun. Es sprachen Fritz Kortner, Carola Neher, Helene Weigel, Ernst Busch, Paul Bild, Peter Lorre, Friedrich Gnas und Otto Kronburger. Produktion Berliner Funkstunde 1932. Hören Sie jetzt ein Nachwort zur Uraufführung der heiligen Johanna im Rundfunk von Sibylle Bohlig. Die heilige Johanna der Schlachthöfe war eine Rolle, die Bertolt Brecht für die Schauspielerin Carola Neher maßgeschneidert hatte. Und doch sollte er Zeit seines Lebens nie Gelegenheit haben, seine Freundin Carola Neher als Johanna zu sehen. Er sah sie nicht, aber er hörte sie immerhin. Als die Berliner Funkstunde am 11. April 1932 Auszüge seines Stückes zur Sendung brachte. Erst im April 1959, 3 Jahre nach Brechts Tod, betrat die heilige Johanna erstmals eine Bühne. Allerdings kam diese Premiere auch für Carola Neher zu spät. Sie war bereits Ende der 30er Jahre in einem russischen Arbeitslager ums Leben gekommen. Der Mann, der die heilige Johanna mit 27-jähriger Verspätung auf die Bühne des Hamburger Schauspielhauses brachte, war ausgerechnet Gustav Gründgens. Der Mann, der 1932 die Uraufführung des Stückes im Rundfunk geleitet und verantwortet hatte, hieß Alfred Braun. Er wurde noch im selben Jahr als literarischer Leiter des Berliner Senders entlassen und 1934 in das Konzentrationslager Oranienburg abtransportiert. Schon seit 1926 hatte sich Brecht in das Studium von Wirtschaftsmechanismen vertieft, nach den Angeln gesellschaftlicher Entwicklungen und Krisen suchend. Die Börse, das Herzstück kapitalistischer Wirtschaft, schien ihm dazu geeignet, die Gesetze dieser Entwicklung dramatisch modellhaft darzustellen. Ein zweites Motiv kam hinzu, das im Berliner Straßenbild der 20er Jahre allgegenwärtig war: die Heilsarmee. Die dramatische Verknüpfung dieser Themenstränge erwies sich jedoch als schwierig.
Mehrere Stückpläne wurden verworfen, andere blieben Fragment. Erst 1929, als sich im Gefolge des New Yorker Börsendebakels eine Weltwirtschaftskrise bisher nicht gekannten Ausmaßes abzeichnete, wurde es auch mit Brechts Projekt ernst. In zweijähriger Arbeit entstand mit der heiligen Johanna der Schlachthöfe ein Stück, das ein künstlerisches Modell der ökonomischen und sozialen Abläufe im Kapitalismus abgeben sollte. Es wuchs zu einer parodistischen Abrechnung mit dem klassischen deutschen Drama und entblößte seinen ideologischen Gebrauchswert. Brecht schrieb dazu in einem Vorspruch zur Erstveröffentlichung des Stückes: Die heilige Johanna der Schlachthöfe soll die heutige Entwicklungsstufe des faustischen Menschen zeigen. Es wurden einige klassische Vorbilder und Stilelemente verwendet. Die Darstellung bestimmter Vorgänge erhielt die ihr historisch zugeordnete Form. So sollen nicht nur die Vorgänge, sondern auch die Art ihrer literarisch-theatralischen Bewältigung ausgestellt werden. Ein Drama, das gleich zwei Säulen am Palladium des sittlichen Staats anzusägen drohte, war allerdings 1932 auf den Bühnen nicht mehr durchsetzbar. Als noch Anfang Januar 1933 Gerüchte über eine vom Hessischen Landestheater geplante Inszenierung an die Öffentlichkeit gelangten, führte dies zu heftigen Auseinandersetzungen im Hessischen Landtag. Der Regisseur Kurt Hirschfeld wurde als Stockjude beschimpft, dem Intendanten wurde mit Absetzung gedroht und die konservative Presse verteufelte das Schauspiel als, so wörtlich, bolschewistische Gottlosenpropaganda und als seelenmörderische Botschaft der Unterwelt. Angesichts eines solchermaßen aufgeheizten politischen Klimas überrascht es geradezu, dass die heilige Johanna dennoch über den Rundfunk die Öffentlichkeit erreichte. Bereits seit Mitte der 20er Jahre wachten politische und kulturelle Zensurorgane über die vorgeblich unpolitischen und überparteilichen Programme. Doch war dieser schwache Kahn, so meinte Kurt Tucholsky, auf die Dauer nicht in der Balance zu halten. Immer kippt er nach rechts über und das Ganze ist Lüge. Wenn trotzdem kleinere Spielräume für einige linksintellektuelle Autoren bis ins Jahr 1932 erhalten blieben, so ist dies dem persönlichen Mut und Engagement einzelner Rundfunkmitarbeiter zuzuschreiben. Zu dieser Gruppe ist auch Alfred Braun zu zählen, der als literarischer Leiter, Regisseur und Sprecher des Berliner Senders in die Rundfunk- und Hörspielgeschichte eingegangen ist. Er war bereit, eine vollständige Hörspielfassung der heiligen Johanna zu realisieren. Die Rundfunkzensur ließ jedoch nur eine Sendung kurzer Auszüge zu, die bei der Ursendung durch leider nicht erhaltene Erläuterungen des Berliner Theaterkritikers Herbert Jähring verbunden wurden. Der Kritiker des Berliner Börsenkurier, Fritz Walter, sagte nach der Sendung voraus: Es wird einmal zu den denkwürdigsten, aber unrühmlichsten Merkmalen in der Kulturgeschichte unserer Zeit gehören, dass das Theater die Vermittlung eines der größten und bedeutendsten Dramen der Epoche dem Rundfunk überlassen musste. Weniger rühmlich für den Rundfunk ist jedoch das an der Tonaufnahme ablesbare Wirken der Zensur. Gesendet wurde nur ein knappes Drittel des Dramentextes, sodass es sich bei der Radioaufführung nur mehr um Auszüge handelte. Unüberhörbar ist die Klassiker-Parodie, die vor allem von Carola Neher als Johanna und Fritz Kortner als Mauler mit überzogener Deklamation genüsslich ausgewalzt wird. Der Handlungsverlauf ist kaum mehr zu entdecken. Die Vorgänge an der Börse, die das Gerüst des Gesamtgeschehens darstellen, bleiben unklar. Für den heutigen Hörer dieses historischen Tondokumentes kommt erschwerend hinzu, dass einer der ursprünglich 8 Szenenauszüge verloren ging. Für die Ursendung wurde jede einzelne der Szenen auf gesonderten Schallplatten aufgezeichnet. Eine dieser Schallplatten lag offenbar nicht mehr vor, als man alles später auf ein Tonband übertrug. Es fehlt einer der Höhepunkte des Stückes: Johannas Traum von der Erhebung der Armen gegen Hunger und Elend. Und ein weiterer Fehler schlich sich bei der Übertragung der alten Aufnahmen ein. Die Reihenfolge der Szenen geriet durcheinander. Angesichts der vielfältigen Verstümmelungen, denen das Stück bei seiner Uraufführung im Rundfunk ausgesetzt war, schien diese letzte Unachtsamkeit, so muss man vermuten, auch nicht mehr viel zu verderben. Jedenfalls wurden die Tonaufnahmen von 1932 bisher stets in eben dieser verworrenen Form gesendet.
Wir stellten Ihnen heute eine korrigierte Fassung vor.